Welt eröffnen, die Zukunft von LTI zeigen werden. Diese Häuser sind unsere Glanzlichter und Vorbilder, die euch, liebe Kollegen und eure Kunden, zeigen sollen, wohin wir mit der Marke LTI auf absehbare Zeit möchten und wohin wir das Angebot weiterentwickeln wollen. Aber das hört sich jetzt so nach Prototyp an. Ist das genauso wie bei den Autos? Ja, sehen toll aus, aber man kann sie noch nicht kaufen? Nee, es ist alles real life. Sie können schon gebucht werden, sie werden in Kürze eröffnen. Sie zeigen aber eben die Richtung, in der wir mit der Marke gehen möchten. Und sie zeigen, welche Ideen, welche Konzepte, welche neuen Angebote und Services wir entwickeln möchten. Außerdem werden wir in diesen Häusern unser bestehendes Angebot weiterentwickeln und weiter verbessern. Dann sag uns doch mal konkret was zu den beiden Häusern. Ja, gerne. Also fangen wir an mit dem LTI Alpenhotel Kaiserfels. Der Kollege Manuel hat es da gerade schon ganz kurz erwähnt. Hier werden wir ab Januar ganz konkret die ersten Leitlinien festlegen, die wir dann auf alle anderen LTI-Hotels übertragen werden. Wir konzipieren hier zum Beispiel das vernetzte Hotel. Das ist ein digitales Infotainment-System, das im ganzen Hotelbereich verfügbar ist. Außerdem führen wir die LTI Mood Music ein. Das ist unser musikalisches Konzept für alle öffentlichen Bereiche des Hotels. Wir haben die Musik der jeweiligen Tageszeit angepasst. Wir starten also am Morgen eher etwas ruhiger und zum Abend hin wird es dann chilliger. Und wir werden im LTI Alpenhotel Kaiserfels unsere interne Akademie installieren. Wir werden in Zukunft aus allen LTI-Hotels Kollegen nach Österreich einfliegen lassen, um sie hier weiter aus- und fortzubilden. Hört sich gut an. An dieser Stelle würde ich ganz gerne noch was ergänzen, denn was für euch alle als Verkaufsargumente für den Sommer besonders wichtig ist, das sind ja die vielen, vielen Sportmöglichkeiten im Hotel und in der näheren Umgebung. Beim neuen Sportkurs LTI Bodystyle zum Beispiel oder beim Yoga, da können die Gäste was für ihre Fitness tun. Beim Downhill-Biken hingegen direkt vom Hotel aus, wo es im Übrigen auch den passenden Mountainbike-Verleih gibt, da geht es dann etwas rasanter zu. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle Kletterfans unter euren Kunden, denn auf zwei Klettersteigen geht es von St. Johann aus hoch hinaus, vom Harsch Bichel bis hoch aufs Kitzbüheler Horn. Ja, und dort oben auf dem Gipfel angekommen, da hat man dann einen Wahnsinnsblick auf die Kitzbüheler Alpen und auf den wilden Kaiser. Ja, vielen Dank, Karin, den tollen Blick seht ihr hier. Aber ich sagte gerade, wir werden ein zweites Hotel eröffnen. Wir machen einen kleinen Sprung gen Osten auf die schöne Sonneninsel Rhodos. Dort wird zum Sommer 15 das neu erbaute LTI Astrias Beach eröffnen, direkt am Strand von Afandu. Und das ist, wie ihr sicherlich wisst, der perfekte Ausgangspunkt zum Beispiel für Ausflüge nach Rhodos oder nach Lindos. Ja, da kriege ich jetzt nochmal rein, denn Griechenland, ich habe das Gefühl, ist momentan total hip. Alle meine Freunde waren irgendwie in Griechenland im letzten Sommer. Und es sieht auch so aus, als hätte das Hotel jeglichen Schnickschnack, den man so braucht. Genau, Griechenland ist hip, das wisst ihr wahrscheinlich genauso gut oder noch besser als ich. Und mit dem LTI Astrias Beach werden wir ein Haus eröffnen, das eben allen Schnick und Schnack hat. Wir werden einen großen Wellnessbereich haben, wir haben Zimmer mit halbprivatem Pool direkt am Strand und vor allem, man sieht es glaube ich ein bisschen, viel Platz in der Hotelanlage. Und für so zwei Sportfans wie uns oder auch Sportfans von euren Kunden, wir haben eine professionelle Wassersportstation direkt am Strand und einen 18-Loch-Golfplatz unmittelbar in der Nähe vom Hotel. Gut, du sprichst den Sport schon wieder an, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Mike, denn wir holen jetzt wieder Karin nach vorne, die kennt sich ja mit den Sportangeboten am besten aus. Danke, Mike.